So, jetzt fangen wir an. Ich habe dem Hund jetzt häufig genug die Sachen. So, wir werden jetzt erstmal wieder auf die Nebenschlachtfelder gehen. Ich habe gestern, war ich nur einmal kurz im Spiel drin, weil ich habe neue Nvidia-Treiber installiert, wollte gucken, ob das Bild bei mir immer noch ab und zu flackert. Und es tut es leider immer noch so ein bisschen. Kann ich nicht verändern. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist wahrscheinlich wirklich ein Problem des Spiels und nicht meine Einstellung. Deshalb, was willst du machen, ne? So, jetzt haben sich aber in Akt 3 nächstes Mal einfach Flucht aus der Hauptstadt und das tapfere Trio als Nebenschlachtfeld geöffnet. Und darum kümmern wir uns zuerst mal. Und das sieht von den Fahnen her so aus, als wenn es doch ein bisschen Inhalt hat. Und nicht nur eine einzelne Schlacht ist. Mir wurde übrigens nahegetragen, dass gestern bei der Umfrage, ob das Sichtfenster besser ist, als das als Greenscreen zu benutzen, dass Greenscreen eher gewünscht ist. Aber ich finde das mit dem Sichtfenster im Moment angenehmer, weil die Kamera nicht 100% mit dem Greenscreen ein vernünftiges Ausschneiden macht. Da müsste ich halt noch ein bisschen Anpassung machen. Ich verstehe, dass ich war auch bis 4 Uhr wach. Ja, ich war um 6.30 Uhr dann im Bett, nachdem ich die Videos, sag ich mal, vernünftig zusammengeschnitten hatte. Weil ich ja so ein paar Fehler auch drin hatte und die Abstürze rausschneiden wollte und dann war alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Und wenn ich dann morgens um, ich glaube um 10:30 hat meine Freundin mich angerufen und meinte dann, ach, du hörst ja ganz verschlafen. Ich so, ja natürlich, ich habe dir um 6 Uhr geschrieben, glaubst du, ich war um 6 Uhr wach? Ma'am? Oh, ich habe übrigens die Waffe gewechselt noch gestern, als ich kurz im Spiel war wegen den Grafikgeschichten. Ich habe ja dann geschaut, ich habe nämlich irgendwo einen langen Holzspeer gefunden gehabt, der schon auf plus 5 geupgradet ist. Da habe ich nicht mal die Ressourcen für und wollte mal gucken, wie der so ist. Guten Tag, Borderline. Konter des Tages. Das Kronensymbol ausgeblendet, du meinst von der Extension, da musst du auf der rechten Seite, ne stimmt gar nicht, da musst du auf das Rädchen gehen. Ne stimmt gar nicht, du musst, ich glaube im Vollscreen kann man rechts auf eine Info klicken und das wegblenden. Ich habe die Extension aber eigentlich deaktiviert. Du kannst den Stream mal aktualisieren, dann ist das vielleicht mit dem Krönchen weg. Das hat was mit einem Spiel zu tun, was ich testen wollte. Dieses Krönchen-Symbol, wo der Chat mit interagieren kann. Dafür ist diese Extension. Ich habe vergessen, die rauszunehmen, weil ich den Stream gestartet habe. Aber eigentlich müsste die jetzt deaktiviert sein. Kannst auch kurz sagen, ob das geklappt hat mit dem beim Aktualisieren.
reingeschaut hast. Dankeschön fürs Feedback. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das ist eigentlich so ein reines Streaming-Spiel, wo man ein Königreich gründet und alle Leute im Chat sind das Volk. Und können halt Abstimmungen mitentscheiden und so weiter. Also sind Adlige und Pöbel des Landes. Das geht aber wirklich nur entweder mit 24, also kannst bis zu 24 Freunde spielen, also mit bis zu 24 Freunden, oder du kannst bis zu 3000 Twitch-Zuschauer mit da reinnehmen. Ist halt eher so ein Party-Game auch. Ich war jetzt gerade noch ein bisschen irritiert, weil ich habe die Markierung ausgemacht. Und ich sehe gerade ein großes Problem, dass ich die Zielmarkierung nicht mehr anhabe. Kann ich nicht sehen, ab wann ich Hinterhalt machen kann beim Gegner. So, die Fahne war gesetzt. Ah nein! Ja, nicht da lang. Leg dich zu mir. Wobei ich kann ja mal die ein oder andere Einstellung an- und ausschalten bei Grafik, wo ich vielleicht denke, dass das Flackern daran liegen könnte. Es könnte zum Beispiel das Screen Space Reflection sein, was zum Flackern führt. Nicht, weil da Reflexion drin steht. Unterschied werdet ihr eh nicht merken. Ansonsten kann auch das SAO damit zusammenhängen, was die Umgebungsschatten verbessert. Oder dahin ist der Boss schon. Oder irgendein Boss. Yeah.
Wir sind auch noch zwei. Okay, dein Teil ist das versteckt dich. Verkrümel dich. Komm mal ruhig nochmal mit. So, obwohl ich im Bossfight bin, beziehungsweise von der Region hier, habe ich noch alle Fähnchen gemacht. Wo ist denn dein Kollege? Und guten Tag, Tok, grüß dich im Chat. Ah, da hat er sich festgebackt. Come to this. How do I explain to General Dong? Gar nicht, ich hab verloren und gut ist.
Ah, Hilfe. Zum Hauptschlachtfeld zurückkehren. Ist auch doof, dass du nicht direkt in die Übersicht wieder zurück kannst, wo ich ja eigentlich ein weiteres Nebenschlachtfeld auswählen will. Nee, weiter da? Warum gibt's hier keine Pets? So ein Haustier, was mir die ganze Zeit folgt. Das tapfere Trio. Ein Brief von einem Freund, Leo Bai, ist eingetroffen. Er berichtet, dass er nach seinem Erfolg gegen die gelben Turbane zum Bezirkskommandanten ernannt wurde. Nun jedoch mit neuen Gegnern zu kämpfen hat, Dämonen. Auch wenn die Begegnung mit Leo Bai nur kurz war, war es doch eine Zeit geteilter Freuden und Leiden. Und du kannst seine Bitte um Hilfe nicht ignorieren. Man muss ja auch mal fragen, ob es ein Level Cap gibt. Gibt es nur Hauptfahren. Wahrscheinlich muss man immer wieder so Dämonenwellen abwehren, wie jetzt gerade eben. Danke, Guardian, für den Stufe 1 ab. Vielen Dank. Zu früh. Nicht dein Sub, aber mein Ausweichen. Ach, der hat mich schon gesehen. Oh, Scheiße. Ja, nix. Ich habe übrigens gestern auch ganz kurz mal experimentiert mit den, oh Scheiße. Mit den Edelsteingeschichten und hab's jetzt, glaube ich, gereiht. Also das erste, was man auf der Waffe drauf hat, kann man nicht ändern, aber alle anderen Sachen kannst du rausnehmen und du lernst halt alle Fähigkeiten von allen Waffen, die du jemals einsammelst, automatisch. Und umso mehr Waffen du findest mit anderen Fähigkeiten, umso mehr Auswahl hast du halt da drin. Aber es ist halt super undurchsichtig erstmal das System.
So, komm, du drehst doch direkt wieder, oder? Man könnte also theoretisch seine ganze Rüstung vernünftig anpassen. Genau nach seinen Vorlieben. Okay, das war jetzt aber wirklich nicht sehr schwer. Nonetheless, I hope we meet again. I shall not forget you. Protecting the weak and reprimanding those who would abuse their power, that is justice in its purest form. I shall remember. Bald kommt ein Dark Souls ähnliches Spiel, wo du einen Affen spielst. Ist im Titel zufällig Forsaken drin? Also ich wurde auf einen Souls-like Titel hingewiesen. Aber mir fällt gerade nicht der, der Rest im Titel ein. Bleak Face Forsaken. Also spielst du keinen Affen. Und das mit den Affen, das kann ja wieder sein, oh, es gibt da die asiatische Mythologie vom Monkey irgendwas. Dem Affenkönig, und der ist doch, davon hat sich auch damals der, der Dragon Ball erfunden hat, inspirieren lassen. So. Moment, ich hatte jetzt alle Nebenschlachten, ne? Aber gab es noch einen im nächsten, im aktuellen Akt. Tapfere Trio, nee, ist alles okay. Und andere gibt es halt die Zaubermeisterschaft, wobei... Keine Ahnung. Aber im Mai kommt auch das neue Souls-like-Spiel von den netten Herrschaften, die das Surge 1 und 2 gemacht haben, aber diesmal wieder im Dark-Fantasy-Setting. Gestellt. Aber es wäre schön, wenn du, wenn du den Titel rausfinden kannst oder jemand anders im Chat vielleicht den Titel weiß. Und dann kann ich das nämlich auf meine Liste schreiben. Man merkt vielleicht, dass ich zurzeit zwar immer noch ab und zu immer wieder RTS spiele. Aber ich mag halt Action-Adventure auch. Und Souls-like sind für mich auch Action-Adventure. Sind doch natürlich, ich glaube nicht, dass ein westliches Studio, naja, gibt es zwar auch ein paar, aber falls sich wirklich um die Geschichte des Affenkönigs handelt, wird da kein westliches Studio involviert sein. Höchstens als Publisher hier für den europäischen Markt.
mische mal in deinen Kampf mit ein. I can take no more. I must fall back. Your assistance is most welcome. I'm afraid to report that my son. Der Kampf ist doch unehrenhaft jetzt, dadurch, dass ich mich eingemischt habe. Got stuck behind enemy lines. I would plow through all of them myself and retrieve him. But there are simply too many of them. Ein Hoch auf ausgeschlafen sein. Dämlicher Schurke. Komm mal her. Black Muse Wukong. Dankeschön. Guck ich mir nachher mal an. Also der Nachfolger von Jedi Fallen Order ist ja eigentlich auch ein Souls-like-Spiel. Bin auch mal gespannt. Wird bestimmt auch geile Scheiße. Also haben wir hier unten Gegner. Auf jeden Fall mal drei Leute, die hier verstorben sind. Ich sehe auch warum. Weil da jetzt ein schlechter Zeitpunkt aufzustehen, meinst du nicht? Danke, versuchen wir es später. Du hast auch den Titel des gesuchten Spiels erraten. Danke, Bengoku, für ein Prime Sub. Vielen Dank. Danke für deine Unterstützung. Also ich denke mal übrigens, wir werden heute nicht den ganzen Tag Wulong spielen. Ich werde wahrscheinlich später noch auf ein anderes Spiel ausweichen. Wahrscheinlich werden wir Company of Heroes 3 die Kampagne noch ein bisschen weiter spielen. Ich bin auch noch nicht so 100% sicher, ob meine Partnerin heute vorbeikommt. Monate, Bengoku. Was hat dich dazu getrieben? 60. Eine 6 und eine 0.
Oh, weiter ist mal am Tisch geblieben. Company of Heroes bekommt jeden Tag Hotfix, das ist doch okay. Wenn die viel nachbessern, hängt ja auch viel dran. Warum sag ich mal, wenn die Leute eh schon ein bisschen durchwachsen auf den Release reagiert haben, weil haben ja wirklich nicht die beste, die besten Bewertungen. Dann müssen sie halt wenigstens zeigen, dass sie gewillt sind, Sachen zu verändern. Ja, umso weiter man ins Spiel kommt, umso höher ist der Moralunterschied immer zwischen denen, mit denen man gerade kämpfen muss. Und jetzt hat er mich doch entdeckt. Das war nicht gut durchdacht. Oh, ich muss hier starten, okay. Scheiße. Guten Tag, Dragon. Oh, du hast den Anfang verpasst. Ja, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Nur für dich, Dragon. Ich wollte jetzt gerade was gucken, weil das Green Space Reflection hat ja keine Besserung gebracht. Warum immer Pause deaktiviert wurde. Umgebungsschatten in hoher Qualität, das könnte es vielleicht auch sein.
Da seht ihr auch übrigens normalerweise keinen Unterschied im Video. Scheiße. Ich wollte nicht so viel verschwenden. Von meinen Tränken. Junge! Warum bin ich denn heute so am Schwächeln beim Kontern? Habe ich irgendwas eingestellt, was mich da wieder abfuckt? Weil ich die FPS-Zahl auf 60 wieder reduziert habe. Wirkt dadurch das Bild bei mir nicht mehr smooth genug. Danke, Raldoran, für ein Stufe 1 ab. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Oder wie auch immer dein Name ist, wir kennen uns ja nicht. Ich bin ja wirklich noch ein bisschen zu unruhig. Marvel Midnight Sun läuft immer noch nicht bei den meisten. Ja, ich weiß auch nicht, was die da für ein Problem haben. Da machen die schon so eine etwas minimalistischere Grafik und es funzt trotzdem nicht so. Es ist natürlich eine sehr clear und die Effekte sind geil, aber... Gibt es doch nicht. Bin ich zu unruhig heute? Wahrscheinlich.
Vergesst auch den letzten Schlag von dem da immer. Ich habe genug Kaffee gehabt, ich habe nicht so viel Kaffee getrunken. Ein Kollege war vorhin da und da habe ich direkt zwei Kaffees hintereinander getrunken, größere. Und da ist mir direkt schlecht geworden von. So, das ist da rechts optional. Ja, viel Erfolg euch. Ich gehe erstmal hier runter. Du hast mich trotzdem getroffen. Boah, du willst mich doch verarschen. Oh, was für ein Abfuck, ey. Es läuft nicht gut. Warum? Oh. Also auch wenn das hier hinten optional ist, kann trotzdem besser laufen. Ja.
Wird ja auch mal Zeit. Du. Standarte versteckt. Danke, Pegasus, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Nein! Kann ich hier irgendwo rüber? Muss ich wahrscheinlich rüberhüpfen. Die Range vielleicht noch mehr zusammen kloppen können.
Muss leider auch noch Rache nehmen. Dann kommen wir hochgelaufen an der Seite. Oder auch nicht. Der hängt da hinten mich fest. Ist er wieder oben? Und ist auf seine alte Position gegangen? Okay. Hier war der Übergang, wo wir die Fahne gesetzt hatten vorhin. Da geht's nicht rüber. Weg. So, Invasion hat begonnen. Wo ist er? Da. Huak Song, Militärelite. Komm her. Yeah.
Tja. Deine Waffe ist zu langsam gegen mich gewesen. Ich denke auch, dass wenn du viel Dark Souls Games spielst, dann wirst du besser, weil die alle ähnliche Elemente haben. Aber ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass ich mich gebessert habe. Wahrscheinlich, weil ich auch in letzter Zeit relativ viel mit Controller spiele. Kommst du? Und direkt lasse ich mich treffen. Scheiße. Ich mag die Katzen einfach nicht. Kann man nicht ins Timing rein beim Abwehren. Ach, erzähl nicht, da machst du jetzt diesen scheiß Sprung. Immerhin. Nein, hinter mir war noch einer. Ich dachte, ich hab den Raum. Ich hab das. Ich dachte, ich hätte das geklärt hier. Ah, die Umgebung. Ja, wenigstens hab die Fahne aktiviert an der Seite. Mehr wollte ich ja nicht. Achso, das ist ein ganz anderer Dicker. Oh, my God.
Voll Bombe, Pegasus. Ach, das musst du zerschießen. Viele Wege führen in die Stadt. Nein, 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 weg, 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 weg. Sachen, die ich gestern eigentlich ohne Probleme hinbekommen habe, sind heute plötzlich schwierig. Komm her, ich bin hier, um die Mauer leer zu räumen. In Ruhe reinbringen. Kommst du bitte mal? Es gibt eine Möglichkeit, Tränke in Shortcut zu setzen, ja. Also die normalen Tränke sind generell in den Shortcuts und ansonsten gehst du einfach auf das Item und fügst das dem Shortcut hinzu. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gerade noch Gegner in der Nähe? Inventar, hier unten hast du die Gegenstände im Shortcut. Unten links. Und da gehst du nur drauf, dann siehst du alles, was du in die Shortcuts einfügen kannst. Und dann gehst du mit den Controller-Cursor-Tasten da durch. Also Cursor-Taste mit dem Steuerkreuz. Also alle Verbrauchsgegenstände sind da einfügbar. Und
Steuerkreuz nach oben ist halt nutzen. Moment, ich habe da gerade einen Eiskristall abbekommen. Lol, ich bin lost. Tja. Wenn ich das mal sagen darf, ich glaube schon, dass du ein bisschen lost bist. Warum ich glaube, dass es sogar, wenn man Steuerungseinstellungen geht, Gegenstand verwenden sogar draufsteht. Gegenstand wechseln, Gegenstand verwenden, nach oben drücken. So, haben wir wieder Tränke aufgefüllt, weil neue Standarte aufgestellt. Einer der Hauptstandarten. Du bist hier gestorben, woran? Altersschwäche wahrscheinlich. So. Ich hoffe, meine Stream-Leute finden es okay, dass ich das Spiel heute nochmal spiele. Aber es ist halt, wenn ich hier einen Tag, glaube ich, nicht spiele, bin ich wirklich komplett raus. Hallo, Rio-Drache. Seht her, ich bin ein sinnloses Geschütz, weil ich kann mich nicht mal so weit nach unten drehen, dass ich irgendwas treffen kann. Und da unten ist eine Standarte zum Setzen. Ich muss also nochmal vor die Mauer nachher. Ich finde das Spiel einfach toll. Wenn es nicht zwischendurch mal Performance-Probleme geben würde. Also ich merke es ja auch, dass es so ein bisschen nachruckelt manchmal. Und obwohl heute ist es sogar ein Tick besser. Und es gab so ein paar Stellen, da hat man das Gefühl gehabt, oh, ich habe jetzt Slow-Mo. Aber die waren zum Glück sehr selten. So, mein Freund, dir möchte ich gerne was geben. Okay, der geht mit Feuer. Ich glaube, das sind die ersten Doppelhellbahnen, die ich gefunden habe. Glaube ich ja eh bessere. Dann frisst das, mein Freund. Ach scheiße, ich habe Wegwerfen gemacht, anstatt hinschmeißen, ne? Oh. Haken Rang 4. Bisweilen seltener als Stufe 4.
einfach mal raus. In der Ecke hatte keine Chance mehr. Ich sehe dich nicht. Wie die Wachen bei Ritter Kokosnuss. Ganz schön gelenkig, mein Freund. Ach, jetzt stirb einfach. Der ist auch eher von der blinden Kategorie. So, die Fahne habe ich auch aktiviert. Moment, habt ihr euch gerade übersehen gehabt? Wahrscheinlich. Aber irgendwo hier unter mir ist auch noch ein Fight. Da ist nämlich auch ein roter. Und rot bedeutet ja schon ein bisschen, könnte der Boss sein. Für die Hauptkampagne hier. Der Stadttor bewacht. Um Zeit zu schaffen für seinen Herrscher. Weil ich denke, die Karte geht dann noch weiter nach drinnen. Aber wir räumen erstmal vor der Mauer auf.
dumme Zombies. So, das habe ich vorhin von oben gesehen. Rang 5 Leder. Da ist der das Tor verteidigt, wo ich erwähnt habe, ja, da ist was Rotes. Ins Feuer. Schmeiß Schneewittchen ins Feuer. Wir haben kein Feuer. Nein, wir können Schneewittchen nicht ins Feuer schmeißen. Ja, dann seid ihr am Arsch. Habe hier schon so viel getötet, dass mein Moralrang viel zu hoch ist. Das wird nämlich gleich gegen den Boss dann richtig Spaß. Das Fähnchen hatte ich auch gesehen. Danke Mad Max fürs Folgen. Da vorne ist auf dem Belagerungsturm auch noch ein Fähnchen. Lass uns viele optionale Wege machen. Hier ist ein Spieler, der macht alle Wege. Geh mich ja Grinder. Bis dann, Drache. Schönen Abend dir noch. Und danke nochmal für den Sub. Die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will es ja nie mit Elden Ring vergleichen, aber es geht ja trotzdem, was gefällt mir konzeptionell eigentlich besser. Das System, wie es hier ist, oder das System, wie es in Elden Ring ist. Danke, Rio Drache, für deinen Stufe 1 Sub. Vielen, vielen Dank. Yeah.
Rache erfolgreich von 4998, schieß mich tot. Hallo Obsttier. So, von dem Belagerungsturm, wo ich darüber hüpfen, habe ich da auch die nächste Fahne. Mystischer Kranich. Mystische Kraniche sind Papierkraniche, die mit der geheimen Kraft eines Daoisten erfüllt sind. Bringt dich bei Benutzung zur letzten verwendeten Standarte. Okay. Also falls es so eine Fahne gibt. Die ich noch vorher finden kann, dann muss die hier sein. Ja. Alle Standarten. Also Nebenstandarten gefunden. So, auf zum Boss. Oder was auch immer es ist. Ja, schöne Pirouette und so nützlich. Chancellor Dawn's command is absolute. I won't yield.
First try. Rache für Pan Feng. Der gute alte Pan Feng, wer kennt ihn nicht? Aber krass, also wenn du nicht mit viel Moral gekommen wärst, also ich wäre jetzt nicht so mit viel Moral gekommen, der hat ganz schön viel Moral von mir weggefressen. Mache es übrigens normalerweise haben alle Bosse auch eine gewisse Schwäche gegen eine Magieart. Da könnte ich so viel noch rausholen aus dem System und ich mache es halt nicht, weil es auch so geht. Da hat man übrigens damals bei der Medusa gesehen, die war nämlich anfällig gegen Feuer und dadurch ist sie auch ins Taumel gekommen dabei. Denk mal, weißt du was? Ah, Zaubermeisterschaft musst du abschießen, dann kannst du die hier freischalten. Verschlingendes Inferno und Schmorschwund. Schwund. Dafür sind die da. Also das andere, was wir gesehen hatten. Aber ich caste halt so wenig, weil ich immer das Gefühl habe, das kostet halt einfach Standhaftigkeit. Mächtige Schockwelle, Beben gebunden. Gewährt für eine bestimmte Zeit die Fähigkeit, gegnerischen Steinstatusaufbau durch Blocken zu erhöhen. Ich habe was anderes gesucht. Hatte ich nicht irgendwas, womit ich mich unsichtbar machen kann? Ja, unsichtbare Gestalt. Ach so, das daneben ist der Moralrang, den ich brauche, um diesen Zauber einzusetzen. Ich habe mich immer gefragt, was dieser Kreis ist.
Machen wir hier verbesserte Verteidigung rein. Ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt. Öffne dich, Kampfarena! Ich habe schon von draußen gesehen, da ist eine Kreisarena. Wieder einfach auf dem Pferd startet. Ja, leck mich. Alter Schwede! So leicht gebe ich nicht auf. Noch bin ich nicht tot. Sein Pferd wieder. Na super. Scheiße, weil ich den Buff gemacht habe. Ja, nicht schlecht, ey. Haut gut rein. Moment, wenn der so auf Feuer ist. Ich versuche das mal mit den Zaubern jetzt ein bisschen. Dann kann man doch Zauber lernen. Nicht lernen, sondern festlegen. Unsichtbare Gestalt will man an der Stelle jetzt eh nichts bringen.
Erde wird von Wasser, Wasser wird von Feuer, Feuer wird von Metall. Gekontert. Ich hätte es nämlich Wasser ausgerüstet, ist aber gar nicht richtig. Bei giftiger Ausstoß ist halt schon sehr viel Willenskraft, die ich dafür benötige. Falsche Taste gedrückt. Zu spät gedrückt. Weil er schon so nah stand vor mir. Yeah.
Danke, Luke, für das Verschenken von dem Sub. Vielen Dank. Vor allem, wenn du immer, es gibt, gefühlt gibt es nicht so einen richtigen Zeitpunkt. Also Lupiga, danke nochmal für das Geschenksub. Also es gibt gefühlt keinen guten Zeitpunkt fürs Einkaufen. Also fürs Einkaufen, sei schon für den Gegenangriff in seinen Bewegungen. Ein NPC-Helfer, der könnte sogar was helfen, weil der ja nicht so viele Rundumangriffe macht. Da sind die ja meistens total nutzlos. I foresee matters going smoothly with this pairing. Ja, den Angriffsmuster kenne ich ja. Einzige, was jetzt passieren ist, die anderen werden den ein bisschen ablenken. Und das hilft ja schon viel. Vielleicht. Ah!
Learn from my failures on the battlefield. Not yet. We shall emerge victorious. Seid nicht so nutzlos. Scheiße, ich habe schon vorher gemerkt, dass ich zu früh reagiert habe. Jetzt haben sie mich. Nee, an sich hat die KI mich einfach nur abgelenkt. Also sie sind keine Hilfe in dem Kampf. Außer dass das alles noch unkontrollierter wird auf dem Schlachtfeld. Oder kontert doch Wasser Feuer. Wie habe ich das denn aufgeschrieben? Doch Wasser muss Feuer kontern. Macht ja auch viel mehr Sinn. Und Feuer wird durch Metall gekontert. Da wird bestimmt der eine oder andere schon den Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Vorne Sperrfalle. Ich habe mich gestern nicht. Nice.
Auch jetzt nicht so wichtig. Ich hab's falsch aufgeschrieben. Das Pferd. Doch nicht. Ja, da siehst du übrigens, dass ich sein Schwert lösche mit der Eisfalle. Sicher, dass ich das Timing richtig hatte. Nein, diese dämlichen Pfeile.
Da sollte ich einen schnelleren Cast nehmen. Vielleicht reicht ja auch schon, wenn ich den einfach mit einem Eisfall treffe oder so, dass das Feuer von dem Schwert erlischt. Dann verliere ich nicht so viel Standhaftigkeit. Boah, ich konnte den mit Eiswaffe. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gut funktioniert. Habe ich gerade verhindert, dass er wieder zurück auf sein Pferd geht? Ja, anscheinend. Für einen Moment. Warum hast du den nicht markiert? Oh mein Gott. Nee, Metall ist nämlich kein Konter für Feuer. Feuer kontert man nämlich Metall. Nix mit, das wäre besser. Immer Beiß, weil der auch Eisschaden macht als Gottfähigkeit. Aber eigentlich ist, ich finde den Boss gar nicht so schwer, aber irgendwie ist es, der Kampf dauert einfach zu lange und das macht diesen Kampf halt so zäh. Don't get carried away.
Warum bin ich denn jetzt immer so früh dran? Beruhig dich doch mal, Pooh. Schon, warum dreht sich denn der Stuhl hier nicht? Habe ich die Kamera schon die ganze Zeit aus? Ich habe es gar nicht mehr mitbekommen. Dieses Elend. Sir!
Da haben wir jetzt irritiert, dass da so ein Bogen läuft. Ne, kann ich schon vergessen, den Try. Mach mich kaputt. Ich geh mal kurz pinkeln. Er hat meine Leute einfach schon zur Hälfte runtergeschossen, weil er nicht stürmt. Ihr habt ihn da, wo ihr ihn haben wolltet. Irgendwo. Ha!
forces spent. Has been sent to Meiwu Fort. Phase 2. Liu Bu has escaped. Rush to Luoyang. Surely not. Oh mein Gott.